herzlich willkommen zur Wabikusa-EM. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf. Einiges ist schon vorbereitet und es gibt ein paar Spielregeln, an die wir uns halten müssen. Wir Trainer dürfen selber nichts anfassen, außer den Sekundenkleber. Aber ihr dürft gleich richtig zaubern. Ihr dürft euch ganz viele Steine, Wurzeln, Bodengrund, Pflanzen, alles aussuchen, was ihr möchtet, um das Glas schön zu gestalten. Ich würde mal sagen, let's go! Okay, yeah! A few moments later. So, Steven, wie sieht euer Schlachtplan aus? Ja, also wir probieren ein bisschen aus mit der Hardscape erstmal. Und dann, ne, vielleicht wir wollten, weil wir haben eine Option, ob wir mit Säure machen müssen oder nicht. Aber ich glaube, wir machen mit Säure. Und jetzt probieren wir aus mit Säure und Hardscape. So, ne? Und schauen wir mal. Ich habe ein bisschen mehr, noch besser, aber ich jetzt nehmen wir uns hier ein bisschen deine Wurzel, die wir haben. Die holst du dir jetzt. Und dann stellst du das nochmal hin, so wie du es halt haben wolltest. Nimmst du das alles hier? Du brauchst das so oft, wie das haben willst. Wir müssen auch immer gucken wegen der Höhe, ob das auch passt. Ja. Gut. Super. Ja. Genau stecken, dass es hält. Okay. Ja, guck mal, das ist so warm. Du hast recht, ja. Das ist echt cool. Einmal hier reinsprechen. Was werdet ihr? Gewinnen! Wir sind die Besten! Achso. Wir sind die Besten! Wir werden gewinnen! So, dann erzählt mal von eurem Schlachtplan, bitte. Ja, wir haben vor, so eine kleine Landschaft da rein zu skaten. Ne? Und haben uns vorher ein paar Bildchen angeguckt. Und du hast dann gesagt, welches dir am besten gefällt. Und da werden wir dann so eine kleine Treppe ins Gebirge basteln. Ne? Mit viele kleine Moospölsterchen und fast ausschließlich nur flach wachsende Pflanzen. Ne? Eine große sogar mal, glaube ich, so auf der linken Seite geplant. Ne? Ja. Ja. Dann erzähl mal euren Schlachtplan. Unseren Schlachtplan. Du musst erzählen, was machst du? Hier werde Gras, hier auch, hier so Stein. Und ich will, wenn mein Tier so... Ja, hier ist so wie so eine Brücke, die er gemacht hat. Ne? Und da pflanzen wir auch ein bisschen Moos drauf oder sowas? Ja, Moos, genau. Genau, dann soll das so ein bisschen da rüber wachsen. Und, wenn mein Tier will klettern, werde hier jetzt Moos hier. Genau, ne? Und wir wollen gewinnen, richtig? Ja. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Yeah. Okay. Wir haben jetzt noch gar keinen Plan. Wir sind gucken, was da reinpasst und was geht. Und ja, vielleicht ein bisschen ein Weg mit Steinen, ne, was wir machen gehen. Und für den Rest gehen wir sehen, was für Schönes wir machen gehen. Und wie läuft bei euch? Super. Super. Das läuft ja ganz hervorragend. Wir sind ein sehr kreatives Team. Nur die Steine, die halten irgendwie gerade nicht. Ja? Wir haben zwar jetzt Watte und Kleber, aber irgendwie die Steine funktioniert, die halten semi-geil. Selber zu machen. Also man muss sich echt zurückhalten. Jetzt bin ich froh, dass ich mal einmal was kleben kann. Also ansonsten müsste ich, glaube ich, meine Hände auf den Rücken binden. Das ist schon eine Herausforderung, da wirklich nicht selber dran zu gehen. Ja, den anderen geht es auch genauso. Ja, los geht's, ich darf mal. So hast du die verschiedenen Größen. Ups. Und so darfst du dich jetzt durcharbeiten. Also, immer direkt neben dem Lauf, genau. Super. Und nach oben werden wir dann wieder klein. Genau.
Jetzt gucken wir, ja, also noch mal. Ich habe ein paar mehr Steine genommen. Nein, geht gut. Du machst es gut. Wir haben alle Zeit. Ja. Genau. Ja, aber das ist gut, weil guck mal, hier kann man die einzelnen gleich nehmen. So. Dann können wir die mit der Pinzette so in den Boden reinstecken. Das heißt also, du nimmst das jetzt so. Knete. Ja. Und ich schneide unten die Wurzel ein bisschen ab. Unten. Knete. Ja. Und dann steckst du das so in den Boden rein. Im Boden? Ja, genau, da zum Beispiel. Genau, einfach reindrücken. In den Boden rein. Nee, hol nochmal raus. Hol nochmal raus, hol nochmal raus, hol nochmal raus. Ja. Okay. Und das hier, das ist schön. So, ich check das so. Ey, das ist der Boden, ist so in den Boden rein. Das hier? Super. Und jetzt nimmst du das hier. Und das wäre was für vorne, das ist sehr flach. Ne? Und das ist zum Beispiel, das wächst auch hoch. Das kann man in den Hintergrund machen. Also da steht immer drauf, ne? Wo das gut ist vom Standort her. Ne? Das zum Beispiel, das könnte man richtig schön, Vorsicht, guck mal, du musst das einmal auch abwaschen. Machen wir mal so auf die Folie. Chrysanthemum kann man ganz gut hier hinten hinpflanzen, weil die halt für den Hintergrund gedacht ist, ziemlich hoch wächst. Genau. Und dann versuchst du das mal hinter deine Wurzel. Genau, da. Mhm. Gar nicht so einfach mit unserem Aufbau. Super. Genau. Weiter nach hinten. Genau. Jetzt einfach hier ein bisschen drücken. So, kurz zusammen machen. Und dann so nach hinten. Super. Okay, hast du? Hier. Ja. Schwer, nichts zu machen, ne, Steven? Ja, wenn müssen wir die aber auf jeden Fall vorher ein bisschen platt machen. Also mal so. Ja, ein bisschen platt. Könnte man die eigentlich hier unten ein bisschen was aufschneiden? Ja. Ey. Ja, guck mal, du hast da echt Ahnung von. Ich habe also echt so. Dann können wir das schneiden. Aber was meinst du denn bei. Meinst du, das kommt bei euch? Da ich die anderen jetzt gedisst habe, muss ich das ja auch dissen. Das ist die Goldfischstraße. Reactions von den Konkurrenten. Und die hat keine Lust gehabt, ne? Boah, ist das mies. Kann ich mal eine ausladen beim nächsten Mal? Angeberding ist das. So, ja? Ja. Nur das. Aber die hat das auch schon mal ein paar Mal gemacht, oder? Ja, hat schon mal gespielt, ja. Ja, ich hab das jetzt. Ist mein erstes oder mein zweites? Das ist mein erstes. Ja. Was ist das? Haben wir eigentlich noch Papier? Okay, ich hab noch so eine Steine vor. Okay. Ich Pinzette liegen lassen, nicht annehmen. Hab ich nicht. Ja, hat er. Unfair. Das war einfach so aus der Hand gefallen. Das ist faul. Siehst du da? Er macht das doch hier. Ja. Ja, dann Schiedsmann. Ja. So. Wird denn da die Schuhe geschoben, Mama? Hier, du hast doch gesagt, hier, guck mal hier. Die Eloise, die hatte keine Lust, hast du gesagt. Ich war das nicht. Da heißt auch, ey, guck mal hier, der Hater hier. Und dann macht er dann den sechsten Platz und so. Nee. Fünften. Ach so. So,
auch. Nee, nee, da gab es von jedem 6 Töpfchen. Okay. Also da hat dann jetzt der als erstes sich das geholt hat. Ich habe hier. Ich hab noch Sand hier. Ja. Brauchst du okay. Ja. Vielleicht. Ja, schnell. Erstmal die Mühe. Ja, also wir machen noch. Das ist auch für vorne, ja, ne? Ach, wir müssen auch mal das, was wir haben. Weil, da. Danke. Schlura. Das kann ich auch noch. Habe ich gehört, was er gesagt hat? Ja, ja, also wir brauchen nicht Aber. Aber die haben ja schon. Nein. Das will ich ja nicht, wenn das in ein paar Wochen drauf. Das ist voll. Ja, bei mir ist das jetzt schon voll. Das aber ein Salat, ja, aber, aber da ist ja ein Schneid. Aber das hier, ja, ist halt ein ganz anderes Konzept, ne? Das ist ein ganz anderes Konzept. Ihr habt halt viel Bodendecker. Nur flachwachsende bis auf die eine Pinatifi. Ja, die kommt dann quasi dann nachher hier hoch. Ja. Ja, da kommt nachher ein bisschen was. Das ist dann der Bonfall. Genau. Ja, finde ich geil, dass jeder ein eigenes Konzept fährt. Hier. Ach, jeder. Das ist vollkommen unterschiedlich. So. Da haben wir. Das von der Aufmachung hier, das ist echt super. Dass hier einfach so jeder was anderes macht. Wie so ein Flussbett, ne? Ja. Ja. Ja, ist echt super. Reinschmeißen. Zum Beispiel. Ja. Wieder ein ganz anderes Konzept. Es gibt nichts, was gleich ist. Ja? Keins. Ah, super. Wir haben nicht bei anderen geguckt. Ja, wir auch nicht. Ich habe einfach mal losgelegt. Ich habe so eine Art Urwald haben wir gebaut. Ne? Ich hatte auch nicht anders erwartet. Ja, ne? Das waren harte 90 Minuten. Ich hoffe, du schaust beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir die Babikusa vorstellen. Verpasse es nicht und abonniere den Kanal. Hinterlasse noch ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus. Wir würden uns freuen. Bis dahin, wir sind raus.